Am 22. November 2013 verlieh die Akademie der Wissenschaften in Hamburg zum dritten Mal den mit 100.000 Euro ausgestatteten Hamburger Wissenschaftspreis im Hamburger Rathaus. In Anwesenheit von Hamburgs zweiter Bürgermeisterin Dr. Dorothee Stapelfeld wurde die erneut von der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Grewe vergebene Auszeichnung dem Neurobiologen Professor Dr. Matthias Jucker vom Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen überreicht. Die Akademie zeichnet damit seine wegweisenden Forschungen zu zellulären und molekularen Mechanismen aus, die für die Hirnalterung und die Entstehung der Alzheimer-Krankheit verantwortlich sind. Nach ihrer Begrüßung der zahlreichen Gäste wandte sich die zweite Bürgermeisterin an den Preisträger. Ihre Arbeiten finden nicht nur in der Grundlagenforschung weltweite Verwendung. Sie haben auch den Sprung in die klinische Forschung gemacht und nähren Hoffnungen, die Krankheit bald besser und frühzeitiger behandeln zu können. Ich freue mich sehr, dass die Akademie der Wissenschaften in Hamburg dem Votum der Jury gefolgt ist und entschieden hat, Sie mit Ihrem Preis bei Ihren weiteren Forschungsvorhaben zu unterstützen. Dorothee Stapelfeld dankte abschließend den anwesenden Stiftern, dem Ehepaar Hannelore und Helmut Grewe, für ihr anhaltendes Engagement und ihre Großzügigkeit. Nach seiner darauffolgenden Begrüßung führte der Präsident der Akademie, Professor Dr. Edwin Kreuzer, aus: Fortschritte auf dem Gebiet der Demenzforschung werden daher dringend benötigt. Dringender denn je. Und so dient die thematische Ausrichtung des Hamburger Wissenschaftspreises 2013 dazu, Demenzforschung in Deutschland mit allen ihren Facetten öffentlich sichtbar zu machen und vor allem das Forschungsgebiet zu fördern. Die Untersuchungen und Beobachtungen Juckers ließen hoffen, dass sein Forschungsansatz der richtige Weg zur Entwicklung präventiver Maßnahmen gegen die Alzheimer-Erkrankung sei, so Professor Dr. Kreuzer. Der Präsident der Akademie übergab dann das Wort an den Laudator, Herrn Professor Dr. Michael Madeja, Geschäftsführer der gemeinnützigen Hertie-Stiftung in Frankfurt am Main, der über den Preisträger ausführte: Mittelmäßiges Denken liegt ihm nicht. Die Forschungen von Matthias Jucker sind Wagnisse und seine wissenschaftlichen Arbeiten glänzen von Radikalität der zugrunde liegenden Idee der These. Die Herangehensweise des Preisträgers an neue Forschungsfelder sei stets mehr radikal und riskant als bequem und sicher. Er ist der Wissenschaftler, der beim Roulette der Forschung auf Zahl setzt und nicht auf Farbe. Diese Radikalität ist persönlich gefährlich, bringt aber die großen Fortschritte in der Forschung für die Menschen. Das muss man können. Und bislang hat Matthias Jucker es meisterhaft gekonnt. Der Laudator leistete zum Abschluss humorvolle Abbitte. Lieber Herr Jucker, als wir uns im Jahr 2000 bemühten, am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen den Lehrstuhl für Alzheimer-Forschung zu besetzen, waren Sie für mich nicht der Wunschkandidat. Ich habe damals viel Mühe darauf verwandt, einen anderen Wissenschaftler davon zu überzeugen, nach Tübingen zu gehen. Dass meine Anstrengungen missglückten, sehe ich heute als großes Glück. Als geradezu unverdientes Glück. Sie sind nicht nur die Wunschbesetzung für jede Alzheimer-Forschungsprofessur, sondern Sie sind auch eine eindrucksvolle Persönlichkeit und ein wunderbarer Mensch. Ich gratuliere Ihnen herzlich zum Hamburger Wissenschaftspreis. Nach dem Laudator trat der Präsident der Akademie erneut nach vorn und überreichte die Preisurkunde an Professor Dr. Matthias Jucker. Der Preisträger dankte anschließend der Akademie und den Stiftern für den Preis und führte zum Thema aus: Neben der großen Belastung für die Betroffenen und ihren Familien stellen die Demenzerkrankungen eine sehr große wissenschaftliche, ökonomische, soziale Herausforderung an die heutige Gesellschaft dar. Und sind wir ehrlich, wir wissen nicht, wo es hinführt und wo wir stehen in 10 Jahren. Die Entscheidung der Hamburger Akademie der Wissenschaften, den Forschungspreis 2013 dieser Thematik zu widmen, verdient meinen Dank.
Die Alzheimer-Erkrankung beginne mit Veränderungen im Gehirn, viele Jahre bevor die ersten klinischen Symptome auftreten, so Professor Jucker. Und eine der ersten Veränderungen im Gehirn sind die Aggregation, das Verklumpen von ganz spezifischen Eiweißen, die einen Prozess anstoßen, der viel später, vielleicht eben Jahrzehnte später, mit einer Demenz enden. Neuere Forschung lässt vermuten, dass die Eiweißaggregation von wenigen Aggregationskeimen im Gehirn ausgeht, wie in einem Dominoeffekt. Irgendwo beginnt ein Dominostein fällt und es breitet sich durchs ganze Gehirn aus. Bezüglich seiner Vorstellungen bei der Verwendung des Preisgeldes sagte Professor Jucker weiter: Ich möchte dieses Preisgeld dazu benutzen, diese ganz frühen Aggregationskeime näher zu charakterisieren. Und hierbei, und das hat Herr Kreuzer gesagt, sieht das Forschungsprojekt nicht darauf an, diese biochemisch zu analysieren, sondern ich möchte sie auch benutzen als einen Biomarker, als einen ganz frühen Indikator, dass man voraussagen kann, wer bekommt die Erkrankung und wer bekommt die Erkrankung nicht. Diese frühe Indikation sei, so Professor Jucker, sehr wichtig für eine Therapie, die nach seiner Auffassung desto effektiver sei, je früher sie eingreife. Hierbei komme allerdings erschwerend hinzu, dass es heute Anzeichen gibt, dass solche Aggregationkeime in ganz verschiedenen Formen vorkommen, individuell in den verschiedenen Patienten, die dann für den unterschiedlichen Verlauf der Alzheimer-Erkrankung vorkommen. Mit der Verabschiedung der Gäste stellte Professor Kreuzer für 2015 die Vergabe des 4. Hamburger Wissenschaftspreises in Aussicht. Das ist auch in diesem Jahr wieder möglich. Wir verdanken der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve die Entscheidung, dass wir auch 2015 wieder einen Wissenschaftspreis stiften können. Nun wieder wird ein Thema von wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung im Mittelpunkt stehen. Der 4. Hamburger Wissenschaftspreis 2015 wird den Nanowissenschaften gewidmet.